Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und willkommen zurück zu Conan Exiles. Genau, mit Hotty Hü. Wer macht jetzt das Tor auf? Ach so. Computer, öffne das Tor. Simsalabim. Nein, Dutch, beweg dich. Ach, scheiße. Wir steigen beide gleich. Hallo, öffne diese Scheißtür. Ich glaube, die Pferde stehen da. Nein! Jetzt ist mein Reittier. Oh nein! Ach, Gott sei Dank. Mein Scheiß-Tor auf hier. Wir waren hier. Wie komme ich aufs Pferd? Ach so. So, folgst du mir noch, Dutch? Dutchy! Ja, Dutchy rennt hinter dir her. Juhu! Ich hab ein australisches Pferd! Stopp! Was denn? Oh Gott! Ja, nein! Ich hab's fast vergessen! Ich hab's fast vergessen! Den Kartenraum! Zur Info, wir wollten in den Norden reiten. Ohne Kartenraum wäre echt scheiße gewesen. Hattest du nicht auch Steine und alles so vorbereitet? Ja, natürlich. Ich habe schon 90 Fundamente gebaut. Brrr. Beziehungsweise 100. Wo ist der Kartenraum? Ach, da ist er. Brunner. Das packe ich mal nicht rein. Verhalten, ne? Werte, aufsetzen, Inventar. Ah, nein! Ups. Also immer ein Pferdchen ist noch Platz. In meinem Pferd ist noch ein Elefant. Das ist so typisch Mathilde. Das ist echt ein Klassiker. Hier, warte mal. Machen wir mal die Tür. Ach, ich komme hier gar nicht raus. Scheiße. Jetzt folgt Epona dir. Ja, ich wollte... Was steht da drin? Scheiße. Ich wollte das dem Elefant wegbringen. Ja, warte. Da kannst du meinen Plötze beladen, wenn... Ja, ich komme aber an Plötze nicht vorbei. Und Epona kommt nicht raus. Mega Fail. Komm da raus! Oh Mann! Lauf doch einfach vor, Epona folgt dir bestimmt gleich. So, jetzt ist Epona raus. Wo denn? Epona! Epona! Keine Ahnung, sie ist auf jeden Fall gerade weg gewesen. Ach, jetzt ist er drin. Sag ihr doch einfach, Folge zu folgen, Blablabla. Ah, jetzt ist er auch rausgekommen. Na, ist er. Ist er. Klasse. Komm mal hier runter. Oh, da gibt's auch für mich Schaden. Ich dachte nur fürs Pferd. Schade. So, Plötze, jetzt komm mal her hier. Mal eine dumme Frage, brauchen die Pferde was zu essen? Da sind ja doch 100 Steine drinne. Aber die kann man ja gebrauchen. So, jetzt folgt Plötze mir. Ja, darfst du mal Plötze haben, ich immer so eine Epona. Oh, zu freundlich. Wir können auch gerne unten tauschen. Meine kurze Frage, wir haben noch einen Jaguar hier drin. Fertig ausgebildet. Okay. Sieht zumindest groß aus. Warte, ich komm mal zu dir, dann können wir wieder fertig. Das Elefantenkalb braucht doch bestimmt was anderes außer Mist und Alu. Vielleicht, vielleicht Rinder, aber die sterben ja nicht, wenn sie da drin sind. Ach ja, dann lass drin. EFE, ach, ich bin verwirrt. So. So, Entschuldigung, wenn es jetzt so lange gedauert hat. Ja, aber das wäre echt ärgerlich gewesen, wenn wir jetzt im Norden gewesen wären und da dann keinen Kartenraum gehabt hätten. Ich bin mit deinem Pferd runtergesprungen und mein Pferd hat Schaden. Was hast du mit meinem Pferd gemacht? Was hast du mit meinem Pferd gemacht? Bist du da auch runtergesprungen? Nein. Boah, Mathilde! So heiße ich. Ich finde das mit dem Pferdchen ganz cool. Ja, jetzt wo man halt Pferdchen und einen Begleiter hat. Meine Treue ist aufgestiegen. Okay. Und was? Ich glaube mein Pferdchen, weil ich es reite. Hm.
betende Hohlköpfe. Ah! Nein! Tief? Sieh, sieh! Nicht mega tief. Ich wollte eigentlich gerade meine Idee äußern, dass du vorspringst und ich springe dann auf dich. Weil es ist für mich nicht mehr so tief. Und mein Pferd landet weich. Ach, wir konnten da noch irgendwo hier die Vanya-Religion her. Warum ist mein Pferd so lahm? Ach, Vanya-Religion? Ja. Was beten die denn an? Eisriesen? Keine Ahnung. Du warst ja da bei diesem einen Eisriesen, wo wir meinten, der ist verbuggt. Und ich habe den aber nicht angesprochen, glaube ich. Ja, aber man kann den ansprechen und dann lernt man halt da diese Eisgedöns-Religion. Und du hast den rein theoretisch auch auf einer Karte markiert. Also, theoretisch. Müsste man halt die Karte mal konsultieren. Erstmal Kartenraum und ich muss da diesen Monolithen streicheln, damit er mich mag. Ich Dödel hatte natürlich nicht den Monolithen markiert, so eine Fackerei. Hast du nicht, auch nicht gemacht? Nein, ich war beim. Ich dachte, der Monolith wird automatisch. Nee, du musst ihn anfassen, so. Ah, braver ja, Monolith. Ich habe ihn aber erst nicht auf der Karte markiert. Ach so. Ich dachte halt, die erscheinen dann automatisch auf der Karte, weißt du. Aber wir haben jetzt unsere Hotte Hüß. Genau. Schaffen wir das schon. Können wir reiten wir einfach an den Sinnelzahn-Muschis vorbei. Richtig. Nein. Ah, ich wollte voll cool was machen, aber egal. Was wolltest du denn voll cool? Ja, ich wollte so ein Vieh töten, was da vorne ist. Das können wir gegen. Ich wollte gerade sagen, wir im Zweifelsfall auf den Rückweg machen, aber zurück können wir ja Bienen. Also ich finde es toll, dass sich die Region ändern, ne? Aber ich muss echt sagen, in einem Biotom, also so einem Gebiet, wo es andauernd regnet, fuckt mich das total ab. Ja, also so ab und zu könnte man hier ruhig die Sonne rauskommen. Das stimmt schon. Es gibt ein Spiel, da freue ich mich jedes Mal, wenn es regnet, und das ist Escape from Tarkov. Warum? Weil die Gegner dich dann weniger hören, weil der Regen halt so laut ist. Das heißt, du kannst dann mehr Krach machen. Also schießen hören sie dich auch, aber ich meine, wenn du läufst, bist du dann halt leiser. Zumindest war es vom letzten Mal. Oder Patch weniger gut zu hören. Ja, weniger gut zu hören. Entschuldigung, wenn ich alle Nase lang anhalte, aber ich muss halt den Weg kontrollieren. Ja. Leto, du Leto-Sack. Ah, und hier müssen wir auch nochmal Mitarbeiter requirieren. Oh ja. Geil, da oben. Ach, halt die Klappe. Hä? Was war das für eine Kunst? Ey, die haben mich runtergeschossen, die Schweine. Die haben dich runtergeschossen? Oh. Ich weiß, in welcher Ruhegasse wir uns hier gerade befinden. Ja, reite weiter, komm. Hier nicht bleiben, hier sind die scheiß Säbelzahnwechsler. Ja! Ich höre es schon. Fick dich, Säbelzahn! Geh zum Zahnarzt! Und mach dir. Oh, Mammut! Ah, ich hab gar nichts gegen Mammuts! Ihr seht nur scheiße aus!
jetzt kenne ich mich aber nicht mehr aus. Ah. Hirsche hinter dir! Ja, ich seh's! Killerhirsche! Oh, da waren irgendwie Geister. Okay. Killer-Mammut! Ja, Geist. Killer-Wolf! Achso, ich muss hinter dir her, warte. Du musst nicht, aber... Kannst. Ja. Okay. Ich hab dich verloren, Mathilde! Ich bin da beim großen See. Lauf weiter in die Richtung. Ich reite ein bisschen langsamer. Ja, da bist du wahrscheinlich. Ja, wo die ganzen Tiere jetzt hier abdrehen. So, Kaxi, der ist kalt. Hinter dir ist Wolf, pass auf. Jetzt sind überall Geister. Ja, ich fand das cool unterm See, aber man hat ja keine Zeit, sich das anzugucken, weil man sonst erfriert. Jetzt fick dich weg, Mensch! Oh, hier ist ja sowas von was los. Ihr seid ja keine Seltenheit, ihr Tiere! Frostnadelwald, ich weiß jetzt nicht mehr, wo lang ist. Ah, ich seh nichts! Ich seh nur Bäume! Ich auch. Ich glaub, du bist hier lang geritten, diese Winter alle am Rad. Nein, ich bin falsch abgebogen. Jetzt rechts mir, ihr scheiß Rentiere. Da ist ein Lagerfeuer. Bist du das? Da bist du! Ach, lass die doch. Können wir weiter? Ja! Hey. Ich war hier auch erst einmal. Ich nicht. Hier ist dunkel. Hier ist hell. Wir müssen so ein bisschen die Augen nach den Monolithen aufrichten. Den kann man eigentlich nicht übersehen, oder? Ich weiß aber nicht mehr genau, wo der war. So. Hier hatte ich auf jeden Fall den. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Meteorit. Da ist ein Mammut. Ich steig jetzt hier mal ab. Ich nicht. Ich glaube auf dem Pferd. Es sind überall Mammuts und alle drehen sie am Rad. Mammut ist jetzt erstmal noch kein großes Problem. Vor allem wenn es weggeht. So, ich brauche erst einen Ölpfeil und dann einen Sprengpfeil. Und Epona, ernsthaft, scheiße. Was denn? Das Pferd hat sich gerade auf mich draufgestellt gehabt. Achtung, Säbelzahntiger. Boah, hier ist alles erstmal, müssen alles erstmal töten. Ja, ich glaube auch. Das wird so nix. Wo ist das Säbelarschloch? Wir brauchen irgendeinen Säbelzahntiger, oder? Hast du einen gekillt? Ich habe keinen Säbelzahntiger gekillt. Ich weiß nicht, ob einer unserer Begleiter das getan hat, eventuell. Dann ist er weggerannt. Keine Ahnung. Soll mir scheißegal sein. Jetzt kann man das einsammeln. Ja, jawohl. Hardcore. Und das mache ich mit meiner gehärteten Stahlpike. Und das sind immerhin 118 Sternmetall. Hm.
Wollen wir dann mal hinter der Mauer reiten da? Vielleicht ist da ja... warte mal ganz kurz. Der Monolith. Also ist ein Bau... könnte was sein. Ja, müssen wir nochmal ein bisschen gucken, wo es war. So. Aber ich glaube, das war ein bisschen weiter... Also ich war hier nicht, ich kann es dir nicht sagen. Da ist der Tempel des Frosts. Schade, dass man auf dem Pferd diese V-Ansicht nicht machen kann. Also, dass man so eine freie Ansicht hat. Das geht nicht, das ist schade. Weiß ich wieder, wo wir hin müssen. Ja? Jawollo. Na. Richtung Tempel des Frostes. Oh, wäre auch die Richtung, die ich gesagt habe, nicht verkehrt gewesen. Ja, wir müssen da irgendwie... Ja, was du meinst, auf die andere Seite dieser Mauer. Oh, ist das Sternmetall? Nice Eis. Wäre schön gewesen. Ach, da ist er doch. Tja, ich hab's im linken Ei gespürt. So. Jetzt aber Hottihü. Würde ich fast sagen, dass wir gegebenenfalls... Ich muss ihn erstmal antatschen. Ja, alles gut, alles gut. So. Würde ich nämlich die Basis da irgendwie auf dem Feld bauen. Steig da auf, Junge. Das Arschloch, Mammut. Ja, hier ist einfach so eine schöne große Fläche und ich würde deinen Verteidigungsfall halber sagen, dass wir den Kartenraum hier irgendwo aufstellen. Bist du weitergeritten oder? Ich bin wieder zurück auf diese große Eisfläche geritten. Na gut, dann mache ich das auch. Dann lassen wir Mammut. Mammut! Oh, das war ganz großes Kino! Bin ich richtig? Nein. Scheiße. Ich bin gerade über so eine Felsspalte gesprungen und das war irgendwie gefühlt 10 Meter runter oder so. So. Und es hat leider, es hat Gott sei Dank funktioniert. Also. Nee, ich reite auch wieder falsch. Warte mal. Hier ist irgendein Dungeon. Hier bin ich falsch. Ja, das ist die Festung des Frostes. Und ich war doch richtig. Nochmal zurück. Sieht alles gleich aus hier. Scheiße Eis. Alles kalt, alles scheiße. Kalte Scheiße. Bah. Im Dschungel regnet's. Scheiße warm und hier ist scheiße kalt. Ups. Leto, kannst du mal diese Säbelzahnmuschi da zerlegen? Ah, das bin ich! Ich überlege gerade, gibt es extra für die Reittiere? Gab es da noch so, so... Ja, du kannst so Tjoste, so Lanzen kannst du für die bauen. Vielleicht macht man da mehr Schaden. Das reicht mir jetzt. Oh, ich finde das so angenehm. Oh, da hat mich ja verwundert, die Sackratte. So, dann. Würde ich hier einfach irgendwie die Dinger hinstellen, wenn das für dich okay ist. Ja, Fläche ist ja hier genug, also. Ja, das dachte ich mir nämlich auch.
Ja, dann gucke ich hier bei der Arbeit zu. Ah, hier ist auch gar nichts. Ich hab da ja schon mal was vorbereitet. Ah, hier sind Riesen. Die sind bestimmt angriffslustig. Oh ja. Und willst du jetzt hier mit ungültiger Gebäudeplatzierung? Geht doch. Uiuiui, die machen ja ganz gute Attacken. Riese gegen Mammuts. Wer wird wohl gewinnen? Du kannst ja mal gucken, ob du den Kartenraum schon platzieren kannst. Habe ich den Kartenraum? Nee, hast du. Entweder ist bei Epona drin. Ich kann sein, dass der bei Plätze tatsächlich drin ist. Ja, warte, ich komme zurück. Dann weiß ich zwar nicht, wer gewinnt, aber ist ja nicht so schlimm. Zeig mir dein Inventar. Oh, oh. Ich bin überlastet. Nee, nee. Ich könnte ihn jetzt hier so hinsetzen. Ich sehe natürlich nicht, ob das jetzt so perfekt im Bild ist. Passt doch, ich zähle doch die letzten Dinger. Genau, kannst du so einen Rand ziehen. Hier gibt es ja auch keine Feinde, eigentlich brauchen wir keine Mauer. Abgesehen von dem Mammut und dem Säbelzahntiger. Ja gut, dann mach eine Mauer hoch. So viele habe ich nicht mehr. Aber hier gibt es ja keinen Stein. Ha, kann man ja vielleicht mal mitnehmen. Oder warte mal, ist das da hinten vielleicht Stein? Oh, jetzt ist aufgebraucht. Deko oder Stein? Was soll's sein? Oh, hier kriege ich Eisen und Eis und Stein. Also, eben Brunnenarche. Ja, komm, dann bauen. Lass uns nochmal schnell nochmal. Warte, halt, bevor ich hier weggehe. Was denn? Mach ich hier eine Markierung. Ach so, wir brauchen Eis. Eis. Ey! Geh weg. Geh doch nicht in mich rein. Ich will interagieren. Scheiß, man. Also man kriegt Stein raus, aber man kriegt halt mehr Eis. Jetzt habe ich's. Boah. Jetzt bin ich krank hier, weil ich hier die ganze Zeit im Schnee arbeite. So, jetzt habe ich den markiert. Bei Gelegenheit kann man da dann irgendwie nochmal vielleicht Dings dazu packen. Jetzt heißt es vielleicht ein bisschen Licht und so. So, dann gucken wir mal. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwo einen netten kleinen Meteoriten. Ja, kannst ja den Metroiden da Dingsbums suchen und nicht hier. Ja, ich reite hier mal ein bisschen rum, auch da sind Eisriesen. Da ist das Lavagebiet, da könnte man zum Beispiel auch Obsidian. Ach, hier ist immer noch Eisriese gegen Mammut. Ah ja, du. Oh, mein Getreu ist aufgestiegen. Wir können hier gucken, wo wir hier diese Bahn hier. Also ich hätte gerne noch den einen oder anderen Meteoriten, bevor wir hier abbauen. Kann natürlich ein bisschen dauern. Ach, schon wieder so eine Kaxi-Zahn-Moschi. Wollen wir das ganze Eis, was ich hier abschlage, mitnehmen oder soll ich es hier wegschmeißen?
irgendwas. Ich will da auf diesen Felsen. Das sieht ja aus. Ich will da hoch. Ist da ein Weg nach oben? Ich sollte mal was essen. Warum kann man Steine bis 1000 stapeln und Eisen, aber Schnee nicht? Oder hier das Eis meine ich. Ich weiß es nicht. Welcher Idiot denkt sich sowas aus? Okay, hier ist es jetzt extrem kalt. Nein, mein Pferdchen kommt da nicht hoch. Ups, sorry, Pferdchen. Dupdidu. Hier komme ich lang. Sehr schön. Also die Ausbeute an Stein ist hier sehr schlecht. Muss man eine wunderbare Aussicht haben. Und ja, hier spawnen auch Gegner. Ich habe jetzt gerade Erfrierung. Ich glaube, ich esse mal meine feurigscharfen Raupen. Wo sind meine feurigscharfen Raupen? Ich habe doch welche. Ich hatte doch welche. Wollte mich verarschen. Ich will dahin. Ach, da waren wieder Geister. Okay, jetzt ist nur noch extrem kalt. Was ist das? Du kannst ja mal ein Dings bauen. Erstmal baue ich gar nichts, ich beschaffe Ressourcen. Okay. Aha, Steinblock. Schade, war nur ein Info. Ich glaube, die bringe ich mal um, diese Ziegen hier. Ich komme hier mal runter hier oben, das ist nämlich ganz schön kalt. Ah! Oh. Aua. Das war nicht gut. Sitz auf. Das war gerade zu tief. Aua, schon wieder! Ich hab den Eindruck, Fallschaden auf zu Pferde tut einem mehr weh. Als wenn man nicht auf dem Pferd sitzt. Das kann sein. Ich
Genau. Kommt mal runter, ihr beiden. Doch. Ich bin gerade nämlich auf den Berg geklettert. Ja, das habe ich schon da rausgehört. Ich habe da nämlich eine Steintafel gesehen. Also ich wusste nicht, was das war, als ich hochgeklettert bin, aber ja, es war eine Steintafel. Ich würde fast sagen, wir machen hier einen Break. Okay. Da habe ich jetzt zwei. Ja, es wird jetzt hier kein Kunstwerk, aber. Hauptsache ist ein bisschen Schutz und. Genau. Boah, das Gefiecher. Aber boah, es reicht nicht. Jetzt ist dein Leto im Weg. Kannst du dein Leto da mal wegpacken und dein Pferdchen? Moment, ich versuche mal gerade zur Seite zu gehen. Danke! Geht trotzdem nicht, scheiß im Dreck. Wegen dem Kackschnee oder was? Du dreckiger Kackschnee. Ich glaube, wir brauchen mehr Stein. Und wir müssten das Ding hier nochmal verschieben. Ja, das lässt sich ja einrichten. Man kann das ja hochheben und wieder hinsetzen. Das ist ja nicht das Problem. Schade. Ja, ja. Vielleicht kommt hier noch der ein oder andere Meteorit runter. Ich würde es euch auch gerne nochmal zeigen, auch wenn einige von euch ja das viel mehr schon gespielt haben als wir. Ich würde gerne nochmal so sehen, wie so ein Meteorit hier wirklich auch mal runterkommt. Nächste Folge werden wir bestimmt hier auch noch im Norden sein. Vielleicht gucken wir mal, ob man irgendwie so ein bisschen Richtung links da kommt, hier Vulkan. Vielleicht so ein bisschen. Weil da gibt es ja Obsidian, habe ich gehört. Gucken wir mal, ne? Aber so ein bisschen Sternmetall mehr würde ich gerne mit runternehmen, weil das brauchen wir, um eine epische Varnier-Rüstung zu kriegen. Ja, und so ein bisschen hier wenigstens mal so einen kleinen Mauerkreis fertig kriegen, hätte ich hier auch schon. Ja, kleinen Mauerkreis, vielleicht ein kleines Feuerchen, dass man hier sich ein bisschen Fleisch braten kann, vielleicht noch eine Kiste aufstellen. Ja. Sowas halt. Aber da kann man im Zweifelsfall ja ein bisschen hin und her beamen, weil jetzt haben wir ja hier einen Kartenraum stehen, praktischerweise. Ja, den müssen wir noch ein bisschen zurückziehen oder da hinten noch ein bisschen mehr Steinchen bauen hier von den. Ah, siehst du, hier ist der Dings für den Norden. Der Dings für den Norden. So, genau, keine Steine mehr. Okay. Gut, dann, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne ein Like oder einen Kommentar. Ich gehe jetzt in Lava baden. Macht das. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.